Die lang erwartete Antwort auf den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe und eine Geiselfreilassung im Gazastreifen ist nun offensichtlich da. Die islamistischen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad fordern in einer gemeinsamen Erklärung einen vollständigen Stopp der Aggression im Gazastreifen. In der Erklärung heißt es zudem, ihre Antwort stelle, Zitat, die Interessen unseres palästinensischen Volkes in den Vordergrund und betone, Zitat, die Notwendigkeit eines vollständigen Stopps der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen. Beide Gruppen seien bereit, sich zu engagieren, um eine Vereinbarung zu erreichen, die diesen Krieg beendet. Allerdings gab es über den genauen Inhalt der Erklärung unterschiedliche Berichte. So heißt es in israelischen Medien, die Hamas habe den Plan abgelehnt. Dieser sieht unter anderem den Rückzug der israelischen Armee aus bewohnten Gebieten des Gazastreifens vor, sowie die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene. Die USA verkündeten, die Antwort der Hamas auf den Plan nun prüfen zu wollen.